Pflege von Orchideen. Die Artenvielfalt der Orchideen ist enorm. Erkundigen Sie sich beim Kauf dieser Pflanze im Fachhandel genau, welche Pflege die jeweilige Art benötigt. Orchideen brauchen einen hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Ein West- oder Ostfenster ist ideal. Diese Pflanzen können jederzeit umgetopft werden, sofern sie keine Blüten tragen. Entfernen Sie zuerst die Clips und die Rispenhalter. Die alte Erde wird nun vorsichtig von den Wurzeln entfernt. Orchideen werden nur alle 3 bis 4 Jahre umgetopft. Wählen Sie nicht zu große Töpfe, denn diese Pflanze bevorzugt es eng. Faule, dürre oder kranke Wurzeln werden weggeschnitten. Bei sehr vielen und langen Wurzeln werden diese eingekürzt. Das fördert das Wachstum. Wählen Sie eine spezielle Orchideenerde, denn diese ist locker und den Bedürfnissen der Pflanze angepasst. Herkömmliche Blumenerde würde verkleben und die Wurzeln bekämen keine Luft mehr. Drücken Sie die Erde vorsichtig an. Orchideen werden erst eine Woche nach dem Umtopfen gegossen. Beim Rückschnitt der Orchideen kürzen Sie den Trieb oberhalb der dritten Knospe ein. Je nach Standort und Temperatur werden diese Pflanzen alle 7 bis 10 Tage gewässert, indem sie kurz in lauwarmes, kalkfreies Wasser, am besten Regenwasser, getaucht werden. Lassen Sie die Orchidee in einem Untertopf stehen, bis sie nicht mehr tropft, denn Staunässe mag sie nicht. In der Blütezeit benötigen Orchideen eine Stütze, damit die Triebe unter den prachtvollen Blüten nicht knicken. Im Fachhandel finden Sie solche Rispenhalter und Clips in dekorativen Ausführungen. Von Frühjahr bis Sommer brauchen diese Pflanzen circa alle 20 Tage zusätzliche Nahrung, um schön zu gedeihen. Geben Sie den Orchideendünger gemäß der Dosierungsanleitung ins Gießwasser. Lassen Sie das Wasser gut abtropfen, damit keine Staunässe entsteht. Unser Tipp: Das restliche Düngerwasser können Sie auch gut für Ihre anderen Zimmerpflanzen verwenden.